Hallo und willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Star Trek Online hier auf meinem Channel Xenton LP. Ja, wir machen heute weiter mit Episoden. Es gibt neues, wie soll man sagen, für mich neue Season. Neue Season 14 ist draußen. Ich hänge ein bisschen hinterher. Ich habe jetzt gerade nachgeholt mit diesem Charakter neue Grenzen und noch das hier, Grenzkriege. Dann gibt es einmal den Schmelztiegel und ich muss jetzt erstmal suchen, wo sie ist. Sie ist hier drin. Und zwar war, als ich das letzte Mal noch eine Aufnahme gemacht habe, war diese Folge unter besondere Ereignisse. Jetzt ist sie hier bei Klingonischen Kriege jenseits des Nexus. Azurnebel entdecken die Tolerianer gegen... Gut, es kommen noch ein paar Rätseln. Ich will jetzt nicht lange reden. Ich möchte die Quest starten. Wir rufen und los geht's. Wir haben recently a distress signal from the USS Forrestal. A ship we thought was lost in the Nexus back in 2332. We sent the USS Madison out to investigate, but they haven't checked in for some time. Considering the Nexus is involved, they could be in trouble. The Madison's last known position was in the Rotenev system. Meet with the USS Challenger there to investigate the situation. Her captain has some experience with the Nexus. Genau. So, wir sollen ins Rotanev-System fliegen zur USS Madison. Wir bekommen ein bisschen was an Loot am Ende. So, eine ganze Zeit zu sparen, machen wir hier damit weiter. Ja, wieso jetzt dieser Charakter und nicht den ersten Charakter? Ich habe diese Aufnahme schon einmal gemacht. Und leider hat mein Laptop, wo drauf ich mein Audio-Stream mache, den Geist aufgegeben und muss dadurch mal kurzerhand ganz neu starten mit der Aufnahme. Also ich weiß, wie die Quest arbeitet, deswegen starten wir jetzt gleich durch. Beginn. So, und ja, es gibt Top... ja, ich halte jetzt hier mit die Schnauze. Good to see you again. Looks like the two missing ships are here, although they're both in a disabled state. Neither of them have responded to our hails. So, erstmal schön, sie wiederzusehen. Ich habe ein bisschen gesehen jetzt zum ersten Mal. Es kommt erstmal dazu. Weiter. That's entirely possible. Even minimal exposure to the Nexus can be pretty disruptive to ship systems. I think we should take a closer look. Things could be worse than our initial scans have indicated. Dann nähern wir uns mal für einen Kurzstreckenscan. Die Challenger ist ein Schiff der Galaxy-Klasse. Ja. Apologies. The ship's taken some damage here. Short-range comms are barely working, and we're experiencing widespread systems failure on all decks. Our Nexus defense screen's overloaded, and we were exposed to a full blast. We're lucky to be here. We could use your help. Wir sind auf dem Weg. Admiral, die Challenger ruft uns. Something's not right here. I worked on the Nexus Defense Screens project, and a catastrophic failure like that seems unlikely. In an overload situation like she described, the ship wouldn't be disabled. It'd be destroyed. Oh, schönes Rätsel, ne? Führen Sie den Kurzstreckenscan durch. Aber wir müssen näher ran. Es geht auch ein bisschen schneller. Auch nur kurzfristig ein bisschen schneller. Forrestal und Madison. Galaxy-Klasse. Sieht man vom Profil her von vorne. Und das zweite werden wir später gucken, was das für eins ist. Madison Scan. Ich erfasse eine Nexusstrahlung. Kleinere Schlachtschäden an beiden Schiffen, aber es ist nicht annähernd so schlimm, wie der Captain der Madison behauptet hat. Admiral, die Madison fährt die Schilde hoch. Sie laden ihre Waffen. Roter Alarm. Auf die alle Gefechtsstationen. Alle auf Gefechtsstationen. Ambassador-Klasse. Oh, Challenger außer Gefecht gesetzt. Feuer, Feuer. Whatever they fired just disrupted most of our system. We're sitting ducks over here. Four shields failing. Target's shields have failed. Ja. So, mal wieder voll auf die Schilde drauf.
Ambassador-Klasse. Man sieht hier unten, die Forestal ist natürlich der Ambassador-Klasse. Four shields failing. Wir beschleunigen mal ein bisschen. Drehen bei. Torpedos laden. Das laden. Feuer. We're still trying to figure out what they hit us with over here. Whatever it was, it knocked most of our systems out. We're running on emergency power. I think we'd better get over there and find out what's going on while we still have a functioning ship between us. Meet me at these coordinates on deck 10. Hinüberbeamen. Akzeptieren. Looks like someone activated the security system on this deck. Fortunately, I know a thing or two about that system. The console here is offline, but there should be a functional one nearby in a holodeck. From there, we can access the system and shut the fields down. Klingt machbar. Also ab zum Holodeck. Kraftfelder. This holodeck's damaged. Let's try the next one. Ab zum nächsten. Das Holodeck. All right, let's get to work. With luck, we should be able to bypass the system and drop those... Wait. Stimmt etwas nicht, Captain? Someone's loading up a holodeck program in here, and I've got a feeling it's not for R&R. Waffen bereit machen. Activating program Barclay, 42 Epsilon. Safety protocols are disengaged. Oh. Please, help us! The Borg are everywhere! Personal shield losing power. Oh, wir haben da mal mit ein paar Borg hier zu kämpfen. The program's locked. We'll have to survive the battle to leave. Ja, aber es geht noch. Was mich halt, was ich halt blut finde, ist, dass sie sich nicht anpassen. Last wave. Unless they change the program. Man sieht's ja gerade. Granate. Und weiter feuern. Pack. Jetzt adaptiert. Aber wir sind durch. Oh, thank you. If there's anything I can do to repay you, anything at all. Computer, Programm pausieren. That's definitely a Reg Barclay program. Let's get back to business. We'd better bypass security before they send more sparring partners to deal with. Benutzen wir die Bogenkonsole des Holodecks. Zack. Zup. Kleine Spielchen kennt man aus anderen Bereichen auch. Das ist ja gut. Zack. Ich glaube 100 Punkte waren es, die zu erreichen sind. So schnell wie möglich. Abgeschlossen, fertig. Okay, that did it. Security systems are down on this deck and they won't be putting us into another holodeck scenario anytime soon. Ausgezeichnet. This is Commander Tabai. Please respond. I repeat, if you can hear this, come to 10 forward at once. There's... Wir fangen sie kaum. Our defenses just dropped. We require your assistance. They are closing on a... Hurry. It won't be long before they attack. Wer wird angreifen? Someone's jamming that signal. We'd better get to 10 forward. Einfach schon. So. Dort oben, 10 vorne geht links rum. So. Da geht's rein. Und 10 vorne. Wie geil ist das eigentlich? Also ich feiere das immer noch, wenn wir jetzt hier so drauf sind. Das ist so richtig geil gemacht. So. Commander Tefai sprechen. Thank you for coming. The Madison has been taken over by hostile forces. And we are in dire need of assistance. Was ist passiert? We responded to a distress call from USS Forrestal, long thought lost to the Nexus. As we closed to assist,
the Madison was struck by a potent beam of psionic energy. It disabled the ship and left us vulnerable to attack. Mind-controlled members of the Forrestal's crew then beamed over and took control of this vessel. We few are all that remain free. Wer oder was schickt uns, steckt alles hinter dem, oder steckt an hinter alien dem. Of tremendous psionic ability, formerly trapped within the Nexus. We believe it lured the Forrestal there in an escape attempt, which failed. Somehow, it was able to break free when the Nexus recently returned. Though powerful, there are limits to the alien's ability. The combat with your ship has weakened it considerably. Now is the time to strike. The controlled crew are bound to attack again soon. Waffen auf Betäubungsschirm, falls sie es tun. Picking up transporter signals, multiple contacts. We've got incoming. Ja, da sind sie. Interessant, die haben alle so eine uralte Uniform an, ne? Alle. Enemy contacts, inbound. Zweite, dritte und vierte Film. Da hatten sie alle diese Uniform an. Ich glaube sogar bis zum sechsten Film hoch. Ne, siebte treffende Generation hatten sie auch noch an, diese Uniform. So. Mit Captain LaForge sprechen. Achso. Warten, bis der Kampf zu Ende ist. So. Looks like we bought ourselves a little time. We should discuss our next move soon. You might talk with some of the survivors here for more information as well. Your call. Danke, Captain. Es ist halt faszinierend. Captain Picard und Captain Kirk haben sich ja dann in Star Trek 7 getroffen. Das heißt also, diese Uniform mit... Ja gut, diese Uniform nicht. Haben wir die irgendwo hier gerade? Nein, die aktuelle Uniform aus der Zeit ist nicht dabei. So, wir sollen... Also ich soll jetzt erstmal reden, genau. Ensign Seitel, Security. Your arrival is most fortuitous. Our numbers have dwindled considerably since the enemy's initial assault. Until your arrival, I calculated our odds of survival at 4,286 to 1. Wie sieht's aus, Fenrich? Difficult to fully assess at this juncture. However, I am willing to state that our odds have improved considerably. If all of you were psionics, our odds would be even better. The alien is quite ineffective against those with mental abilities. Verstanden. Weitermachen, Fenrich. So, dann haben wir hier noch Fenrich Rana. Ensign Rana, Engineering. Sorry for staring, Captain LaForge. Your work on transwarp theory was required reading at the Academy. I never thought I'd actually meet you. Wish it were under different circumstances. Bericht, Fenrich. Right. Well, they hit main engineering first. If you're going down there, be on your guard. Several of us tried to take it back a couple of days ago. They beamed in and took us by surprise. I was the only one to make it back here. Lassen Sie sich davon nicht unterkriegen. So, und die sieht wie Cass aus. Auch die Klamotten. Wenn man so guckt, sieht aus wie Cass. Barkeeper Temp sprechen. Oh, am I glad to see you. Things were looking more than a little ugly until you got here. I'd pour you a drink, but all of the replicators went offline an hour ago. Na, erinnere mich doch ein bisschen sehr stark an Cass, also zu Kompa. As good as can be, under the circumstances. Still amazed we haven't been, dominated by that alien. The commander thinks it's because we all come from a species with psionic abilities. As good a reason as any, I suppose. Das ist eine nachvollziehbare Theorie, aber die hat mich wirklich tierisch an Cass. So, mit LaForge sprechen. Zip. I have a feeling these attacks will intensify as the alien gains strength. If we're going to do something to save this ship, we'll need to do it fast. Let's get down to main engineering. I think we can get a better grip on the security system there and use it to incapacitate both the hostile crew and the alien. Einverstanden. Take these psionic inhibitors with you. We hope to use them on some of our dominated crewmates prior to your arrival. But I suspect they will serve you better at this time. They should protect you if the alien attempts to take control of your minds. Danke, Commander. So, ab zum Turbolift. Wie schon gesagt, ist schon geil mit der Enterprise oder mit der Galaxy-Klassenausrüstung oder Einrichtung. Hier haben wir halt den Transporterraum.
Und es steht sogar Turbolift dran. Ist das geil, Deck 10. Das ist so geil gemacht. Hier haben wir jetzt zum Beispiel dran stehen Deck 36. Und wir sind im Maschinenraum. Das ist so geil hier. Mit Übersichtskarte vom Schiff. Das ist so geil gemacht. Achso, ich lasse. Oh. Watch it! They're beaming in reinforcements. Oh. So, alle auf ihn da erstmal. Attacke. Achso. Aber auf die Konsole hüpfen. Heads up! More hostiles incoming! Ah, ja, noch mehr. Granate. So. Ja, du lebst nicht wieder. Oh, haben wir alle. So geil. Wenn man überlegt, wie oft Geordi und Data hier an dieser Konsole gestanden haben in der Serie. Wow. We've got a couple of problems here. Main power's offline and there's a lot of Nexus radiation getting past the screens. I'll handle the power situation while you deal with the radiation. Once that's done, we can bring the security systems back online. Verstanden. Das ist so geil. Sieht so geil aus. Mit Warp-Antrieb hier drin. Selbst die größte Feld ist es stimmt einigermaßen. Das sieht so geil aus, muss ich sagen. So, neues Spiel. Wer ein bisschen auf Romulus unterwegs war, der weiß Bescheid. Oder auf Neuromulus. Da hat man dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt. Ich glaube, auch hier waren wieder 100 Punkte zu kriegen. Ja. Perfekt. Nice work. Radiation levels are back in the safe zone and I've managed to prime the warp core. Give me a hand with it and we can restore main power. Bestätigt. So, ich sag ja, es sieht so geil aus. Mit Treppe in der richtigen Größe, so geil. Komm, einen Blick nach unten. That did it. Main power is back online and warp core is stable. I've activated most of the security systems, but it looks like the bridge is still under enemy control. It's a good bet that's where the alien is. Es ist Zeit, die Brücke zurückzuerobern. Ich finde das auch trotzdem so geil. Ich weiß, man hier nicht runterfahren kann, aber trotzdem. Das ist so geil gemacht. Ah, ich feiere das noch ein bisschen. So, Key ist bewusstlos. Das habe ich jetzt, merke ich jetzt erst. Sollten wir vielleicht mitnehmen. So, Key mitkommen. So. Turbolift Deck 36. Und ab zur Brücke. This ship and all upon it belong to Cosmere. Starfleet disagrees with you on that. Your words mean nothing. Kill them. Kill them now. Ja. We are here to assist you. Ah, perfekt. Sind wir auf jeden Fall nicht alleine hier. So. Wir machen mal hier die Kleinen weg. Jetzt haben wir noch Eve vor uns. Glock. Granate drauf. Riss drauf. Und das sollte sich jetzt von der ganzen Leine klappen. Das sieht so geil aus. I'm reading the alien on sensors. It's back on the forestall. This isn't over yet. Empfehlungen? The Challenger might be able to fight, but most of this ship's crew is unconscious. Beam back to your ship and deal with the Forestall. I'll do what I can here to get the shields up and keep the Madison in one piece. Verstanden. Viel Glück, Captain.
Jetzt nicht. Ich will kurz die Brücke erkunden. So häufig ist man hier nicht. Ach schade, wir kommen... Da kommen wir rein. Auszeichnung, bereit für alles. Das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht geschafft. Und geil, sie haben es gemacht. Jetzt sieht man endlich... Oh, ist das geil. Ich glaube, da war aber ursprünglich mal die Toilette. Egal. Es ist ein bisschen doch Anspielung auf, glaube ich, auf Picards Brücke. Das Aquarium, die Stargazer. Ne, die Stargazer ist es nicht. Das ist ein anderes Schiff. Stargazer war ein anderes Schiff, sorry. Aber trotzdem, geil. Das hier sollte ein Turbolift, glaube ich, sein. Ja, Turbolift, Deck 1. Auch Turbolift. Engineering Turbolift, ja. Dann gibt es ja hier Heat, also Toilette. Der Bereitschaftsraum. Schöne Aussicht, aber auch hier. Geil, hm? Moment mal, ich kann hier aufs hintere Deck gucken. Ja, ich glaube, es passt trotzdem nicht. Das ist viel... Naja, gut. Es ist schön gemacht, aber... Es passt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es passt einfach nicht. Ich sehe zu wenig Schiff. Aber egal. Es ist trotzdem geil gemacht. Ah, hier komme ich nicht durch. Schade. So, geil. So, da konnte ich aufs Hinterschiff gucken. Und sagt, die Richtung war... Doch, es passt. Es passt. Geil. Ah, herrlich. Richtig schön. Gut. Das war das. Jetzt mal kurz hier gucken. Galaxy-Klasse. Und wir sprechen nochmal mit LaForge. Und I'm reading the alien on the Challenger might... hinüberbeamen. Musste einmal sein. Einmal ein Rundgang über die Brücke. Musste sein. Das habe ich mit einem anderen Charakter nämlich nicht gemacht. Ah, geil, trotzdem. So, auf den Schirm. Shall the battle continue? Shall you strike me anew, again and again, until nothing remains? Ergeben Sie sich jetzt und der Kampf ist vorbei. Once I was imprisoned within the Nexus, cast away for defying those who called themselves my rulers. And now a new jailer comes, demanding submission. Lassen Sie das Schiff und seine Mannschaft frei. No, I need this ship and everyone on it. They give me what I need to return home and avenge my imprisonment. I will not give them up. Das ist schade. Taktik, Manövrierfähigkeit hier machen. The Challenger stands ready to assist you. Warning. Ship is under attack. Ah, das nicht. Target shields have failed. Four shields failing. Ja. Oh Gott, selber reparieren. Wir beschleunigen mal kurz. Oh, wir sind weggestoßen. Sehr gut. Hull integrity below 75%. So. Mal kurz reparieren. Wir sehen einmal. Das auslösen. Four shields failing. Ah, ich bin schön vorne da. Und das ist ein Schiff der Ambassador-Klasse. Man sieht es nochmal genauer. Da, so, jetzt von vorne auch. So. Ruf beantworten. It seems I am at your mercy. Will you strike the killing blow now, as is your right? Nein, sie werden in Gewahrsam genommen, und zwar lebend. If that is to be my fate, I yield. The ship and crew are yours. It is an unexpected mercy. What I would not extend to a vanquished foe on the battlefield. Much has changed since my banishment to the Nexus. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Admiral, die Madison ruft uns. Nicely done.
I was able to get a call into Starfleet, and we should have backup here soon. In the meantime, I'll keep working with the crews of the disabled ships. We'll have them up and running again in no time. Das höre ich gerne. You saved a lot of lives here today. You showed mercy to someone who wasn't inclined to return the favor. That goes a long way, in my book. Danke, Captain. You're welcome. The Nexus is definitely worth studying, but only under safe conditions. The crews of the Forrestal and the Madison found that out the hard way, I'm afraid. Just like we did on the Enterprise all those years ago. Ja. Zweites Rätsel, Lucari und Thank Cathy. Wir treffen eigentlich, so, gleichfalls gute Reise, ich erkläre es kurz gleich danach, wenn wir raus sind. System verlassen, ich erkläre es gleich. Und zwar, Lucari und die Thank Cathy treffen wir erst eigentlich viel später in der Questreihe. Deswegen wundert es mich, wo sie diese Quest eingesortiert haben. Ich erkläre es kurz, wir haben die Quest noch offen. Episode, ich habe sie ja hier rausgewählt. Warte mal da. Ich habe sie ja hier rausgewählt. Hm, interesting report. This alien was trapped for eons in the Nexus and wanted to leave? As I understand it, the Nexus is a paradise. Apparently there's at least one life form out there who disagrees. Fortunately, you saved a lot of lives and three Starfleet vessels. Captain LaForge tells me they'll spend some time in space dock, but they'll be ready for duty again soon. And we can use all the ships we can get on the frontier these days. Well done. Gut, wir wählen kurz aus. Es spielt eigentlich keine Rolle, was ich nehme. Die Kontrolle nehmen wir diesmal. So. Machen wir kurz offen. Hier steht jenseits des Nexus der Klingonische Krieg. Da erfahren wir gerade von Lucari und den Thank Cathy. Den treffen wir aber hier bei Sonnenaufgang das erste Mal überhaupt. Dass die Thank Cathy aus dem System rauskam. Interessant. Also es passt nicht ganz. Also da hätten sie diesen letzten Satz mit Thank Cathy mal ein bisschen weglassen sollen. Gut, aber nur kurz so dafür. Wir gucken mal kurz, wo wir sind. Wir sind hier in dem Bereich, wo auch die Thank Cathy sind. Ja. Oder Thank Cathy wäre noch vielleicht gut gewesen, aber Lucari hätten sie vielleicht rauslassen sollen. Schmelztiegel. Wäre die nächste Quest, wir gucken kurz den Journal. Wäre dann aber in der nächsten Aufnahme fällig. Bis dahin. Warte mal, wo waren wir? Da genau, besondere Personen, Schmelztiegel, Werfeld oder besondere Personen. So, das heißt also, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme bis hierhin gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Star Trek Online hier auf meinem Channel Center und SPLP. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und sage Tschüss.